So, ja, das Mindset-Forum ist natürlich wieder wie immer down. Ich sag nur 500, 502 und 504. Ja, in dem Sinne muss ich dem netten Herrn später Bescheid geben. Gut, wir tun erstmal Folgendes. Lena, einfach starten. Wobei es mich gerade ehrlich gesagt doch ein bisschen wundert, weil eigentlich, wie gesagt, der nutzt der Mob Fredo gar nicht, sondern die nutzt der Mob Kit. Aber scheinbar haben, wie gesagt, die rufen halt die gleichen Funktionen auf, weil ist ja eine MyTest interne Funktion, die da letztendlich hinter steckt. Und die scheint dann wohl ein bisschen buggy zu sein. Beziehungsweise ist halt nicht buggy, sondern wurde halt geändert, die API wurde geändert. Halt, weil sie buggy war. Und ja, dadurch sind aber jetzt die ganzen Mods buggy, weil die halt auf eine fehlerhafte API eingestellt waren. Und jetzt ist die Mod nicht mehr fehlerhaft. Die droppen was? Die droppen Sachen. Und die machen hier irgendwie immer irgendwas. Mostly Cobblestone. Okay. Die Frage ist, was genau macht der da? Wollt er da irgendwann Löcher rein oder macht er einfach nur alles nahezu Mostly Cobble? Weil der scheint überall um für einmal gegen zu kloppen. Nur welchen Sinn hat das? Außer dass wir Mostly Cobble bekommen. Das heißt, mit einer Spitzhacke kann man dir tatsächlich doch Schaden zufügen. So, jetzt haben wir hier mal ein paar. Achso, jetzt wird gleich der Zombie wieder abstürzen. Ja, mach ich doch. Okay, ja, wie gesagt, ist genau dieser Fallschaden. Deswegen haben wir auch Tiere, wenn die springen und dabei irgendwie runterfallen oder sowas. Das ist immer die Stelle, an dem auch Mobfredo immer abstürzt. Und ja, wie gesagt, natürlich Mobkits, wie gesagt, nutzen ja die gleiche Funktion. Und die droppen tatsächlich Äpfel. Wer haut mich hier gerade? Irgendein Hurensohn hat mich hier gerade gehauen. Okay, die tropfen also allerlei Sachen. Vor allen Dingen auch Äpfel. Sehr interessant das Ganze. Gut, die tropfen natürlich auch Steinwerkzeuge, die wir jetzt persönlich eher weniger, obwohl doch, na klar, wir brauchen die ja. Wir selbst haben ja keine Steinwerkzeuge. Von das Witzigste ist, die, wie gesagt, die machen hier dieses, die Bonskarte-Zeug hier noch Mostly Koppel um. Im Verlies. Ja, so komme ich mir gerade vor. Wie im Verlies. Die Frage ist echt, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat, dass sie sich irgendwann quasi da dann auch nochmal gegenkloppen und dann irgendwann quasi durch sind und damit quasi künstliche Höhlen schaffen. Oder aber, was ich gerade eher geglaubt hatte, weil der konnte dann auf einmal extrem hochspringen, dass sie sich an dem Cobblestone festhalten. Die können quasi den Cobblestone als Kletterhilfe benutzen können. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. So, hier brauche ich erstmal ein paar eine Leiter. Zu gucken, wie ich da reinkomme. Ah, wie es aussieht, nämlich gar nicht. Also dieses Klopfgeräusch die ganze Zeit.
So, habe ich? Ja, ich habe Stein dabei. Dann kann ich mich hier wieder hochbauen. Ich glaube, die wollen was von mir. Der rennt so in meine Richtung. Guck mal. Der läuft auch in meine Richtung. Ich glaube, die wollen mir auch ans Leder. Ich weiß auch gerade nicht warum. Der stirbt schon wieder nicht. Der ist gerade schon wieder nicht gestorben, obwohl ich den auch auf den Kopf gehauen habe. Okay, aber mein Werkzeug nutzt sich ab. Das ist ja interessant. Sehr suspekt, diese Viecher. Okay, die halten also doch. Wir haben Eisen bekommen. Gleich zweimal. Wir sind gerettet. Oh, ihr lieben Fischer. Was auch immer ihr hier tut, macht weiter damit. Okay, die haben also auch verschiedene DPS und verschiedene, Kräfte und Stärken und halten verschieden viel aus und so weiter und so fort. So. Because, das sieht scheiße aus, mache ich mal da und da Sand hin. Und da auch. Digga, wie viel teilweise aushalten. Vor allem, der hat ein Iro auf dem Kopf. Ah. Okay, das Schöne ist, man kann diese Steinvorsprünge hier als Schutzschild benutzen. Alter, die halten echt eine ganze Menge aus. Ich glaube mal, ich mach ohne. Da bin ich Verstärker. Okay, ich glaube, mit der Hand mache ich ihm doch keinen Schaden. Na. Digga, wie viel halten die eigentlich aus? Ich mache mal erstmal 4. Digga, du bist ja nur noch am Werkzeug craften. Oh mein Gott! Alter! Oh, ist in Sicherheit gehen? Holy shit! Okay. Die Viecher sind zwar scheiße fies, aber auch scheiße gut. Und ja, ich brauche tatsächlich keine Werkzeuge. Ich kann die auch direkt mit der blutigen Hand zerschlagen. Ich muss halt nur relativ langsam klicken, damit ich halt wirklich Schaden mache. Bitte nicht schauen, bitte nicht schauen.
macht voll Spaß, ey. Oh, Fackel. Vor allem, die haben auch alle verschiedene Formen und Farben, ne? Manche sind gelb, manche sind schwarz, manche sind grün. Der hier ist so orange, bräunlich, keine Ahnung. Ich schätze mal, die drucken ja noch immer verschiedene Sachen. Ja, siehst du, der ist halt Kupfer. Okay, das ist geil. Ich mache mal hier ein bisschen Licht, vielleicht spawnen weniger. So. Sehr schön. Immer abwechselnd auf die Fresse. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt hier noch weitere spawnen, weil jetzt spawnen nämlich scheinbar wirklich nur in Dunkelheit. Oh oh. Wo kommt der jetzt her? Ich habe doch gar nichts getan. Oder hat er gemerkt, dass ich seine Freunde gehauen habe? Oh, Alter. Also, zumindest spawnen die hier alle schön Sachen. Das muss man schon mal sagen, ne? Wir bekommen durch die mehr und auch bessere Sachen. Ja, das sind wieder zwei. Aber die scheinen wirklich immer da zu spawnen, wo halt gerade dunkel ist. Schnauze. Ich bin Anwalt. Oh, Diamant. Ach, die kommt von da unten. Ah, okay, dann wollte ich da weiter runter gehen. Ich kann nur hier alles ausleuchten. Das ist natürlich schön. Dinge und Möglichkeit. Und der hat mich auch direkt wieder angegriffen. Ja, das heißt, hier werden immer wieder neue spawnen. Ah, gut, dann ist es halt so, ne? Dann lassen wir die erstmal hier handwerkeln. Oh, aber der hört schon wieder was von uns. Ja. Okay, die werden auch so auf uns aufmerksam, auch wenn wir denen gar nichts tun. Oder ich bin bei ihm schon wieder auf den Kopf raufgekommen und die kann auch sein. Sehr seltsam das Ganze. Egal, davon lassen wir uns jetzt mal nicht beirren. Sondern stattdessen, wenn wir uns hier so einen kleinen Wall bauen. So ungefähr. Achso, nee, du musst ja noch weiter bauen. Okay, mehr habe ich nicht. Dann kommt ihr mal. Hä? Mostly Cobble? Was ist das? Das ist was anderes, das ist Trap. Was macht man denn damit? Okay. Passiert da irgendwas, wenn ich da drauf rumlaufe oder sowas? Nee, ne? Sehr suspekt das Ganze. Sehr suspekt. Also was auch immer das werden soll, das scheint auf jeden Fall kein normaler Kobbel zu sein. Offensichtlich. Hat ja auch einen anderen Namen. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen über die Vielfalt des Spiels positiv überrascht. So, haben wir noch eine Spitzhacke? Ja. Stimmt, wir haben auch noch eine Eisenspitzhacke bekommen. Hallo. Und wir haben endlich Eis, das heißt, wir können unsere Kisten schützen. Geil. Na gut, was will ich denn überhaupt noch hier unten? Da kann ich eigentlich direkt wieder hochgehen. Obwohl, wir sind ja nur runtergegangen, um Eisen zu holen. Und das haben wir jetzt so. Dann würde ich mal sagen, tschüss ihr blöden Goblins, was auch immer ihr machen wollt, macht's alleine. Ich gehe nach Hause.
Dort, wo der Pfeffer wächst. So, und wir haben auch schon erste geile Werkzeuge. Diamantenspitzhacken, gleich 2 Stück. Also ich weiß nicht, womit wir das verdient haben. Ne? Das zeigt mal wieder das, wie sich so die Welt entwickelt. Gewalt zahlt sich aus. Ja? Da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du an die UNO dich orientieren, wie du möchtest. Da kannst du irgendwelches Geschwafel von irgendwelchen, ja, keine Ahnung, Leuchten zuhören. Aber es ist halt einfach Fakt. Gewalt bringt dich immer ans Ziel. So. Hier draußen ist schön, hier draußen ist hell. Vögelgezwitscher, sehr geil. So, wir brauchen... Also wir hatten kein Holz, egal. Wir brauchen Kisten. Wir können sogar gleich 2 Doppelkisten bauen. Das ist sehr geil. Wir brauchen aber erstmal einen Ofen. Wir hatten noch einen Ofen. Ach ja, klar, der Ofen ist ja bei dem anderen Vorgang da leider disappeared. Ah, ich brauche hier. Einer reicht. Für was brauche ich jetzt 20 Öfen? So. So, Eisen da rein. Dann behalten wir den Ofen natürlich mit Blättern. Ganz klar. Wir wollen uns ja selber treu bleiben. So, hier sind die ersten Sachen schon ordentlich. Sehr schön. Ich glaube mal, die beim Bäumen hier vorne, die kappe ich weg. Die gehen mir ehrlich gesagt auf den Sack. Auf den Penis. Na gut, lassen wir erstmal. So, Eisen fertig. Sehr schön. Dann einmal so, einmal so, einmal so und sehr schön. Gut, dann können wir jetzt anfangen, unser erstes Haus hier auszustechen. Also, nicht so, sondern ich meine, also, was ich meine, ist eigentlich, ne? So, die Sache ist, die Gegend hier ist relativ viereckig. Ich würde also auch ein relativ viereckiges Haus bauen. Von daher würde ich mal sagen, wir packen hier so einen Block hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Darmblock hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Darmblock hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tja, Blume muss leider leiden. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, oder schöner Höhleneingang. Egal. 3, 4, 5, 6, bam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam, und jetzt, die Pumas sind wieder da, sehr schön, kann ich die wieder umbringen, bitte nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, was riecht, nein, so, okay, Axt, habe ich eine Axt? Nein, ich habe keine Axt. Die ist wahrscheinlich auch mit. Ach komm, wir holen uns jetzt einfach unser Stuff wieder. Ich werde vorher unseren Stuff erstmal hier in die Kiste packen, bevor wir alles verlieren, was wir haben irgendwie. In dem Fall fallen die ganzen schönen Sachen hier. Und da ist die Kiste auch schon voll. Fuck. Gut, dann bringen wir mal diesen ganzen Nonsens hier wieder raus. Tja, da bin ich mal gespannt, ob sie uns diesmal, also, ne, wir müssen einfach nur schnell genug sein. Dann können sie uns gar nichts. Die Sache ist, wir müssen die Sachen auch erstmal finden. Und wir sind da irgendwo in so eine komische Seitenhöhle abgetaucht. Und ob wir die schnell genug wiederfinden, bevor uns die Viecher wieder kalt machen, ist eine andere Frage. Wenn wir das schaffen, sind wir auf der sicheren Seite. Und wenn nicht, dann nicht. Nächstes können wir auch gleich die ganzen Fackeln abbauen wieder. So, wenn wir jetzt was verlieren, dann höchstens die 300 Blätter, die wir haben. Den brauchen wir eh nicht. Obwohl doch, als Ofen, Material. So, genau, da unten war das Wasser. So, und jetzt, wie ging es mit dem Wasser? Ach, hier oben sind auch welche. Ah, der ist direkt sauer auf uns.
So. Wenn der uns anpinkeln möchte, pinkeln wir halt zurück. Die anderen lassen wir in Ruhe. Die haben uns nichts getan, also tun wir denen auch nichts. Wir sind ja liebe Leute. So, dann müssen wir bloß wieder hochkommen. Die Fackeln wollte ich doch mitnehmen. Gut, ich glaube, die kommen nicht mit. Vor allem, ich weiß immer noch nicht, warum die auch teilweise random einfach aggressiv werden. Wären die wirklich einfach random aggressiv oder nach einem bestimmten Zeitdelay oder haben wir ihn irgendwie provoziert, dass wir tatsächlich an ihn irgendwie rangekommen sind beim Abbauen oder so? Kann ja sein, dass wir ihn ja irgendwie mal auf den Kopf gestiegen sind. Oder zu Kopf gestiegen sind. So, wie das damit, haben wir jetzt unseren alten Stuff wieder. Da war zwar jetzt nicht so viel Wertvolles mit dabei, aber trotzdem muss ja nicht sein, dass, ne? Da war zum Beispiel diverse Blumen mit dabei und so ein Scheiß. Oder? Nee, die Blume hat man bereits in der Kiste. Ah, nee, okay. Na gut, da war da wirklich nichts Wertvolles mit dabei. Kann ich mich direkt wieder umbringen? Egal. Der ein Fackel traut niemand nach. Und so wissen spätestens spätere Generationen, dass es hier bereits einmal jemanden gegeben hat, der den Goblin das Fürstmeer gebracht hat. Spätere Generationen werden sich an unseren Namen erinnern. Ronix. Kann nix, will nix, braucht nix. Easy. So. Okay, ich würde mal sagen, bevor wir hier anfangen, welche Schwachsinn zu machen. Kaktus, welches Holz generierst du? Akzeptiert. Wir nehmen dich mal als Grundlage hier. Einfach damit wir hier mal die ersten Kisten aufstellen können. So. Dann können wir nämlich hier die ersten Protected Chests hinbauen. Achso, habe ich gar nicht dabei. Danke. Und dann können wir da nämlich auch unseren ersten wertvollen Stuff reinpacken. Also sowas wie dich und dich und dich und dich und dich und ja, hier diverse Saplings sind auch wertvoll. Also, nee, jetzt in dem Sinne nicht wertvoll, aber wäre schön, wenn wir die behalten und die uns keiner klaut. Während der ganze Sand und die ganzen Blätter sind komplett useless. Wow, Diamanten sind auch useless. Braucht keine Sau. Ich meine, klar, wäre natürlich schön, wenn wir die Sachen hier alle behalten. Aber erstmal das Wichtigste schützen. Denn das Rest kommt später. Und wir sind schon wieder voll. Ach du Kacke. Zum Glück wollen wir immer Doppelkisten. So, einmal da, einmal da, einmal ja doch hier und einmal da. So, kann hier direkt der Ofen hin oder so, keine Ahnung. So, hier kommt erstmal alles rein, was irgendwie Gras oder so zu tun hat, weil davon haben wir eine ganze Menge. Und hier kommt alles andere rein. Also Werkzeuge, Edelmetalle und so ein Scheiß. Und dann werden wir später vielleicht irgendwann mal eine Doppelkiste bauen, wenn wir ein weiteres Eisen haben. Für so Sachen. Ne? Was wollte ich gerade erzählen? Genau, also so für, weiß nicht, Cobblestone und Erde und so ein Scheiß. Erstmal müssen die sich alle eine Kiste teilen, da führt leider nichts drum herum. Aber später dann wird ein bisschen aufgeteilt. So, Apfelbaumblätter haben wir mittlerweile auch eine ganze Menge, sehr schön. Ich
Was wäre noch alles wichtig zum Schützen? Mint. Oh, das ist aber was Schönes. Ja, so, Rest kann hier drin bleiben erstmal in der Kiste. So. Achso, den Ofen, den können wir eigentlich sogar. Hab ich den Ofen gar nicht. Oh, ich habe zwei Öfen. Ach ja, ich hatte den Ofen bereits davor gebaut gehabt. Der dann ja leider verloren gegangen ist. Dank eines gewissen Unfalls. Nochmal kleiner Puma-Bär. So, dann. Achso, wisst ihr, wir können auch die Blätter hier gleich mal rausnehmen. Und die da reintun. So ungefähr. Können wir die Blätter hier doch noch ein bisschen länger schützen. Wir nehmen mal die ganzen vielen Blätter hier mal raus und packen die auch bei uns in die Kiste rein. Einfach als Brennmaterial. Dann haben wir da schon ein bisschen was. So ungefähr. Alter, geh mal. Weg, weg, weg. So. Wir haben direkt einen Goldbarren bekommen. Sehr schön. Holz kommt hier auch mit rein. Gut, dann haben wir doch soweit schon mal alles. Alles ein bisschen wegsortiert hier und läuft doch. So. Wir können auch unsere erste Ernte einfahren. Landwirtschaft erlernt. Digga, ich kannte schon Landwirtschaft, da gab es das Spiel ja noch nicht mal. Frag mal deine Eltern. Arschloch. Siehst du? Ich habe Landwirtschaft studiert. Das hat genau gepasst. Holy shit. So, jetzt können wir daraus gleich noch ein paar Brote backen. Upsala. Das war ein bisschen falsch rum. Ach so, ja, das war auch ein bisschen falsch. Ach so, brauchen wir immer vier, ne? Kacke. Nee, dann lassen wir es erstmal. Wir haben sowieso noch ein paar Bären. So. Haben wir uns einmal satt gegessen. Das sollte auch passen. Ja, der Rest kann eigentlich drinne bleiben. Wobei, komm, ich pack mal euch auch noch raus hier. Dich auch. So, Rest kann drinne bleiben. Wenn das irgendwann mal jemand klaut, voilà. Hab ich kein direktes Problem mit. So, was wir mal machen, ist mal hier das Holz nehmen wir und bauen mal hier mit unserer Grundfläche weiter. So. Das Holz sieht übrigens sehr schön aus von der Struktur her. Muss man ja mal so zugeben. Ja. Oh, Alter. Verarschen? Oh, ich glaube, das Holz reicht gar nicht. Ah, das ist ein bisschen blöd. Nee, ich glaube, das reicht nicht. Obwohl, doch, könnte tatsächlich. Oha. Nee, das könnte reichen. Wir haben noch 6x6 Holz ungefähr. Ja, doch, das reicht locker. Holy shit, zwar gerade so, aber es reicht. Yay. Nice. Wir haben sogar noch ein bisschen übrig. Geil. So, du kannst weg. Dann kommt ihr her. Und ein bisschen Gestein. Das Stein muss ich erstmal backen. Und dann kann ich mich damit den Außenrahmen machen. Aber ich würde mal sagen, das wird dann eine Story für den nächsten Teil. Also ich muss mal in der Aufnahme gucken, ob man mich überhaupt versteht oder ob das durch die Musik viel zu leise ist. Aber eigentlich sollte das eigentlich gut passen. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.